Ich bedanke mich natürlich auch beim BVMW, dass wir diese Kooperation von der Veranstaltung her auch durchziehen konnten, dass Sie dem auch dann gefolgt sind, sodass man die Welt dann auch darstellen kann. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht so eingetreten. Ja, ich will aber auch nicht viele Worte machen, weil das Wort möchte ich nachher den beiden Kooperationspartnern überlassen, wo der Herr Jorgic dann so teilnimmt und den Herrn Bayer haben wir dann zum Schluss genommen. Weil wenn er dann seinen Vortrag macht, tauchen wahrscheinlich die meisten Fragen auf, die der ein oder andere im Moment vielleicht noch nicht kennt, weil er das Thema nicht kennt. Und da sind wir nämlich bei den Sachen, die in diesem Abschnitt auftreten. Es ist im Moment in den Unternehmen eine Aufbruchstimmung, das merken wir. Und mit Innovation für die Zukunft haben wir dann gesagt, würden wir mal die PDUK, manch einer weiß gar nicht, was das heißt pauschaldotierte Unterstützungskasse, das ist einer von den, ich sage mal, 7 Durchführungswegen, die wir in der betrieblichen Altersversorgung haben. Manche kennen ja nur 5, manche kennen nur 2. Direktversicherung und Pensionskasse. Bitte? Wir kennen manche gar nicht. Die wissen nur Direktversicherung und Pensionskasse. Also wir haben eigentlich 5 Stück, aber 2 davon kann man mit oder ohne Rückdeckung machen. Und darum haben wir eigentlich 7. Und diesen hier, den wir beschreiten, den kennen aber die wenigsten. Wir meinen, dass das einen Mehrwert für die Unternehmer geben kann, weil sie damit, wie gesagt, Mitarbeiter, Fachkräfte gewinnen und motivieren können. Und dadurch, wenn man es richtig macht und steht der Tropfen hüllt den Stein und gut Ding will Weile haben, dann mit der Zeit auch sich unabhängig von den Banken machen. Durch Basel 2 und 3. 2 haben wir da gar nicht, okay. Und das wird dann der Herr Jorgic übernehmen. Die Pause haben wir jetzt reingeschrieben, aber ich denke mal, in der fortgeschrittenen Zeit heute Abend, wenn einer eine Raucherpause macht, dann sollten wir das vielleicht machen. Ansonsten würden wir dann auch, uns macht es nicht aus, dann wir gleich durchmachen. Und dann geht es los mit Zahlen, Fakten, Beispiele und die Rechtssicherheit. Dafür haben wir den Wirtschaftsprüfer Herrn Bayer, der also dieses Thema, ich sage immer draußen, erlebt die pauschalisierte Kasse. Und das werden Sie vielleicht dann auch merken, wenn das nachher in den Fragen und Diskussionen losgeht. Am Schluss darf ich Sie dann bei Fragen und Diskussionen oder Nachfragen und Diskussionen zu einem Imbiss einladen. Und auch dabei darf natürlich weiter gefragt und diskutiert werden. Und was man dann da macht, sehen wir dann. So. Das Problem, was Unternehmer und Steuerberater haben, das ist eben die steigende Belastung, das kennen wir alle. Engpässe in der Tagesordnung und das Erwirtschaften von Gewinnen, das ist bei jeder Firma, ist eben die Herausforderung. Und dritte, Banken und Versicherungen haben immer, obwohl sie auch jammern, satte Gewinne. Oder aber, wenn es nicht geklappt hat, gibt es einen Rettungsschirm. Man, das hätte manch einer ja auch vielleicht, ne? Und so weiter. Gut, und viele haben sich das eben nicht so vorgestellt. Und das wirkliche Problem, dass man die Abhängigkeit von Basel, Banken und Basel 2.3 hat, dass das Fremdkapital teilweise die Leute auffrisst. Und wir sagen, auch da gibt es Möglichkeiten, sich dort abhängig zu machen. Und wie das dann geht, kriegen Sie dann nachher zu hören. Fehlende Motivation für Mitarbeiter und Fachkräfte. Ich höre leider oft draußen auch, wenn ich dann über das Thema rede, kenne ich nicht so, habe ich geguckt und ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen, die wollen das nicht. Die sollen angeblich entschieden haben über etwas, was sie noch nie gehört haben. Und ich sage immer, und darum freue ich mich, dass sie gekommen sind, sie hören es dann heute Abend wenigstens. Wenn man danach sagt, nee, das interessiert mich nicht, kann ich das eher akzeptieren, als wenn ich vorher höre, ich will das nicht, obwohl ich es überhaupt nicht kenne. Ich kann nicht nur entscheiden, meine ich, wenn ich irgendwas gehört habe. Und dann dazu vielleicht hinterfragen kann. Entgangene Gewinne, ja, große Firmen hört man ja vielleicht, Siemens und Co. angeschlossene, oder also Elektroabteilung mit angeschlossenen, oder ein Bankhaus mit angeschlossener Elektroabteilung, so rum ist es richtig. Das ist bei Siemens dann irgendwo mal der Fall gewesen. Die schöpfen das ab und dieses System gibt es seit Bismarck, irgendwo Mitte 1800 noch was. Aber wie gesagt, teilweise Dornröschenschlaf und derzeit ist der Markt dafür da, bin ich der Meinung. Dann kommen wir noch zu einem Beispiel, was vielleicht bei dem BAV mehrere kennen, die Pensionszusagen. Die drücken und viele haben so eine Manie entwickelt, die müssen raus aus der Bilanz. Und was man da so an Angeboten irgendwo sieht, hier mit überhöhten Kosten und noch mehr Liquiditätsabfluss, Hauptsache raus.
Ob das sinnvoll ist oder nicht, fragen die meisten überhaupt nicht nach. Das Tollste, was wir jetzt vor kurzem erlebt haben, da ist ein Angebot gemacht worden, das sogar umzuwandeln in Eigenkapital. Aber es wurde dann gedrängelt, das muss unbedingt dieses Jahr noch gemacht werden. Nächstes Jahr wird das um 2,5-fache teurer, die Gebühr. Und ich sehe einen Kopfnicken, weil der weiß, worum es geht. Also das machen wir also nicht. Wir sagen, wir beraten, wir vorher analysieren wir und sagen, so und so kann man es machen. Und dann müssen wir entscheiden, was kriegen wir dahin. Die Lösung wäre eben, dass wir uns bei den großen Unternehmen das abgeguckt haben und sagen, was die können, kann das auch der kleine Unternehmer, Mittelständler und so weiter. Können die das? Können die in der Liga mitspielen? Ganz oben vielleicht nicht, aber das System kann man übernehmen. Das geht ab, ich sag mal, 5 bis 10 Mitarbeitern aufwärts. Dass da nicht die Summen zusammenkommen, wie bei Großunternehmen, ist auch klar. Aber letztendlich braucht das kleine Unternehmen ja auch nicht die großen Summen. Die arbeiten ja eben auf einem anderen Level. Aber trotzdem ist das vom Verhältnis her genau dort genauso machbar. Und man wird sich wundern, was da alles so sich entwickeln kann. Wir meinen jedenfalls, ja, man kann damit arbeiten. Man muss nur darüber Bescheid wissen und sich dann vernünftig beraten lassen und dann würde das also sicherlich laufen.